Konnichiwa! Ich bin Christina und bei Tina Hase basteln wir gemeinsam Manga-DIYs und mehr. Heute basteln wir zusammen Kingdom Hearts DIYs. Auf dieses Video habe ich mich so sehr gefreut. Ich liebe einfach Kingdom Hearts. Nach diesen Spielen bin ich so süchtig. Spielst du auch gerne Kingdom Hearts? Dann schreib es mir unbedingt in die Kommentare. Oder wenn du ein anderes Lieblingsspiel hast, schreib es mir auch gerne rein. Vielleicht finde ich ja auch dazu eine tolle DIY-Idee. Das erste DIY für heute sind diese Ketten. Du kannst sie als Freundschaftsketten benutzen oder du trägst sie einfach selber. Hier habe ich eine Papu-Frucht und natürlich Sea Salt Ice Cream. Alles, was du für dieses DIY brauchst, ist Fimo, kleine Schraubösen, eine Schmuckzange, Halsketten oder ein Halsketten-DIY-Set. Nehme von deinen Fimo-Blöcken schon mal kleine Stücke ab. Für beide Ketten brauchst du blau, grün, gelb und etwas braun. Wir starten mit der Papu-Frucht. Dafür nimmst du das gelbe Fimo und rollst erstmal eine Kugel daraus. Die Kugel drückst du auf beiden Seiten flach und formst mit Daumen und Zeigefinger kleine Spitzen hinein. Die Spitzen ziehst und modellierst du jetzt ein bisschen aus, sodass die typische Form der Papu entsteht. Kleiner Tipp: Drehe das Fimo immer mal wieder um, dass du beide Seiten bearbeitest. Zum Abschluss steckst du eine Schrauböse in eine der Spitzen und drehst und knetest sie etwas fest. Aus dem grünen Fimo formst du jetzt ein kleines Blatt. Rolle es etwas zwischen deinen Händen und ziehe es in die Länge, bis ein Blatt daraus wird, was zu deiner Frucht passt. Auch das Blatt bekommt natürlich noch eine Schrauböse. Für das Meersalzeis formst du aus dem braunen Fimo einen Eisstiel. Und aus dem blauen Fimo die Eiscreme. Dafür rollst du dir wieder einen Ball, den du mit deinen Fingern etwas in die Länge ziehst und anschließend zu einem Eis zurechtformst. Mit der Schere modelliere ich noch ein paar Einkerbungen in das Eis. Und zum Schluss stichst du mit der Schere ein Loch unten in die Eiscreme, wo du den Stiel reinstecken kannst. Drücke ihn unbedingt mit den Fingern noch etwas fest. Auch das Eis bekommt natürlich eine Schrauböse. Und dann kannst du das Ganze nach Anleitung im Backofen aushärten. Wenn deine Formen hart und abgekühlt sind, kannst du die Papu-Frucht zusammensetzen. Dafür öffnest du mit einer Schmuckzange den Biegering und hängst das Blatt mit der Schrauböse an die Schrauböse der Papu-Frucht. Zum Schluss befestigst du beide Anhänger an einer Halskette. Die Ketten sehen einfach total cool aus, oder? Und ich finde, es ist super einfach. Zumindest hoffe ich das. Ich gucke immer, dass meine Anleitungen so einfach wie möglich sind, damit sie möglichst jeder nachmachen kann. Und ich fand diese Idee, die Zacken von der Frucht mit dem Finger zu modellieren, eigentlich ziemlich einfach. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Selbermachen und vielleicht sogar beim Verschenken. Und Achtung! Das macht absolut süchtig. Und die zweite Idee für heute ist eine Geschenkverpackung. Super simpel, aber wenn du einen Freund oder eine Freundin hast, die auf Kingdom Hearts steht, dann wird sie alleine schon die Verpackung lieben. Ich würde mich total darüber freuen. Alles, was du dafür brauchst, ist eine Streichholzschachtel, etwas Pappe, eine Schere und einen Klebestift und wenn du magst, noch etwas Glitzer. Als erstes nimmst du die Streichhölzer aus der Streichholzschachtel.
Dann schneidest du aus einem blauen Stück Tonkarton zwei gleich große Teile aus, die aussehen wie Eiscreme. Bestreiche die Oberseite der Streichholzschachtel mit ordentlich Kleber und klebe eines der Tonkartonstücken drauf. Das gleiche machst du auf der anderen Seite. Damit alles einheitlich aussieht, klebst du auf die Seiten auch etwas von dem Tonkarton. Schneide dir jetzt aus einem weißen Stück Papier zwei gleich große Streifen aus, lege sie aufeinander und falte sie oben ein Stück und klebe sie so zusammen, dass die Falzen wie kleine Flügel oben abstehen. Jetzt schneidest du dir deinen Eisstiel zurecht. Dafür faltest du ein kleines Stück Tonkarton und schneidest es zurecht. Trage etwas Kleber auf den Eisstiel auf und klebe das weiße Stück Papier in deinem Stiel fest. Die Flügel passt du jetzt deiner Streichholzschachtel an und trägst oben ordentlich Kleber drauf, um den Eisstiel so zu befestigen. Und mit einem Feinliner malst du ein paar Details auf. Zum Schluss gibst du noch etwas Kleber auf dein Eis und streust ordentlich Glitzer drauf. Was du darin verschenkst, kannst du selber entscheiden. Entweder einen Gutschein oder du packst die Ketten von eben da rein. Du kannst es auch für deinen Schreibtisch benutzen, zum Beispiel für Büroklammern. Ich werde meine, glaube ich, behalten, weil ich sie einfach so schön finde. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, das Video hat dir Spaß gemacht, dass ich dich inspirieren konnte, etwas selber zu machen. Würde mich natürlich riesig freuen, wenn du mir ein Däumchen da lässt und ein Abo. Wenn dir das Thema gefallen hat, schreib es mir unbedingt in die Kommentare, dann mache ich noch mehr DIYs zu Kingdom Hearts. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du meinen Blog und meinen Instagram-Kanal besuchst und wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis bald!